Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Mittwoch, dem 15. April 2020. Ja, erst gestern hatte ich in meiner gestrigen Abendausgabe darauf hingewiesen, dass die Luft so langsam dünn werden dürfte und ich von einer kurzfristigen Abwärtsbewegung unterhalb von 11.000 Punkten wohlgemerkt in Richtung von 10.275 Punkten ausgehe. Das ist Wort für Wort in der gestrigen Ausgabe nachzulesen. Ja, und heute eben sahen wir dann den entsprechenden Kursrücksetzer im Tief auf 10.243 Punkte. Also hier wurde letztendlich das Kursziel schon erfolgreich abgearbeitet. Und wir werden nun sehen, ob der DAX wieder nachhaltig unter die Kursunterstützung zurückfällt. Wenn ja, es wird natürlich auch insbesondere mit Hinblick auf die US-Indizes wichtig sein, dann könnte es eben beim DAX noch eine Etage tiefer gehen, im ersten Schritt auf ca. 10.075 Punkte. MTU wieder, der Sinkflug hat eingesetzt. Hier sollte man auch mal die Augen offen halten, schauen, ob die Region von 109 hält. Andernfalls könnte es eben auch nochmals zu einem Tief des letzten Tests kommen, beziehungsweise zu einem Test des letzten Tiefs, so herum natürlich. In dem Bereich von ca. 99 Euro wäre dies möglich. Heute MTU mit einer auf jeden Fall auf der Verliererseite, die am meisten mit unter Druck geraten waren. Und das könnte eben auch hier noch entsprechend sich fortsetzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen.